Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich kann natürlich nur reden, wenn mein Mikrofon hier eingeschaltet ist. Das hatte ich gerade nicht eingeschaltet. Das ist jetzt 1001 Nacht hier. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen romantisch heute. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht sind wir offen. Das heißt, es gibt kein festes Thema. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir hier in der Sendung reden wollt, egal über welches Thema. Kostenfreie Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Und der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Andreas und der ist 29 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Domian. Andreas. Ja, zu meiner Geschichte. Ja. Ich bin verheiratet, seit 5 Jahren ungefähr, habe eine kleine Tochter und habe seit fast 5 Jahren also keinen Sex mit meiner Frau gehabt. Jetzt habe ich eine Beziehung irgendwie begonnen zu einer anderen Frau quasi und habe meiner eigenen Frau das alles gestanden und wie lange läuft diese Beziehung zu der anderen Frau schon? Also kennt du ich diese Frau seit einem Jahr ungefähr quasi und richtig begonnen hat das ungefähr vor 2-3 Monaten. Mhm. Wie hast du die kennengelernt? Das ist eine Arbeitskollegin. Lass mich auch noch mal nachhaken, ehe du weitererzählst. Warum ist es dazu gekommen, dass du mit deiner Frau seit fast 5 Jahren, vielleicht seit der Geburt deiner Tochter, keinen Sex mehr hattest? Das hat was mit ihrer Geschichte zu tun. Also sie hat schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht quasi so, und das hat es eigentlich unmöglich gemacht, irgendwie, dass wir lange eine vernünftige sexuelle Beziehung quasi führen. Aber davor hat es einigermaßen geklappt? Oder auch mehr schlecht als recht? Nein. Im Gegenteil. Also es hat davor, von ihrer Seite her wunderbar geklappt und von meiner Seite her auch so. Also wir hatten. Aber die schlechten Erfahrungen hat sie doch dann vor deiner Zeit gemacht. Genau. Wie kann es dann sein, dass ihr euch eine Weile sexuell gut verstanden habt und dann plötzlich nicht mehr? Weil einfach Sachen bei ihr hochgekommen sind quasi, die dazu geführt haben, dass es dann halt plötzlich nicht mehr ging quasi. Also es war ein kurzes Aufleben und danach war es eigentlich vorbei. So, jetzt hast du eine Geliebte, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. Ist es wirklich eine Geliebte oder ist es eine reine Sexgeschichte, die dich mit der Frau verbindet, mit der anderen? Nee, also begonnen, eigentlich ist es, also es war eigentlich eine Sexgeschichte. Und jetzt ist ein bisschen mehr daraus geworden. Ich habe Sex gesucht, es ist mehr daraus geworden. Deine Frau weiß Bescheid? So ist es, ja. Fühlt sie sich verletzt, gekränkt? Ja. Wo liegt jetzt das Hauptproblem für dich? Ich habe eigentlich gar kein Problem. Ne? Also im Grunde ist es so, dass ich... Du wolltest mir das mal erzählen. Ja, klar. Nicht nur das so. Also es hat dazu geführt, dass ich also dadurch, dass ich meiner Frau diese ganze Geschichte erzählt habe, wir drei halt auch, also diese Beziehung und meine Frau und ich, zusammengekommen sind, miteinander geredet haben. Es ist dazu gekommen, dass meine Frau und ich wieder miteinander schlafen so, und einen ganz ungezwungenen, natürlichen Sex miteinander haben. Aufgrund der Tatsache, dass da eine andere Frau ist? Habt ihr jetzt beide auch wieder Sex miteinander? So ist es. Aber parallel läuft das mit der anderen Frau auch weiter? Nee, also sexuell auf keinen Fall so. Ne? Ach so, also die Geliebte ist wieder eingestellt jetzt im Sexuellen. Ja, also sie spielt immer noch eine Rolle, eine gewisse Rolle quasi so. Also es hatte... Aber interessant, das heißt, also das war im Prinzip ein Therapeutikum, um es mal groß auszudrücken. Diese Frau, deine Geliebte und der Sex mit deiner Geliebten hat dazu geführt, dass du wieder zu deiner Frau... Oder dass ihr wieder zueinander gefunden habt und auch ihr wieder ein Sexualleben habt. So ist es. Die Situation hat dazu geführt. Also die Situation, ja, natürlich, ja. Aber ist doch hervorragend. Ja, finde ich. Aber ist denn jetzt wiederum, ist es ja eine komplizierte Geschichte, ist denn die Geliebte jetzt nicht sauer, dass sie quasi benutzt wurde, in Anführungszeichen, und jetzt steht die Arme da und du bist nicht mehr für sie verfügbar? Also wir haben schon noch Kontakt zueinander. Ja. Ne? Und es ist eigentlich so, dass wir einfach auch eine freundschaftliche Beziehung zueinander führen wollen. Ne? Also Sex spielt im Grunde für mich dabei eine Rolle. So, ne? Weil ich triebgesteuert bin, ich habe keine Ahnung. Ne? Also emotional gesehen irgendwie
Ja, ich meine, wollen wir eine freundschaftliche Beziehung haben zueinander. Aha, und es ist schon so, dass wir das haben im Grunde, so, wir stehen in Kontakt zueinander irgendwie. Wobei meine Frau auch Kontakt zu ihr hat im Grunde, ne, und auch wesentlich mehr als ich im Moment. Klingt so, schon sehr kurios. Aber man kann, es ist interessant, aber man kann es natürlich nicht als Rezept weitergeben, ne. Also wenn der Sex mit, in der Ehe nicht läuft, nimm dir einen anderen Partner und das kurbelt das wieder an. Aber also die Sache ist die gewesen, so, wir haben also uns natürlich derbe gestritten und meine Frau war äußerst verletzt. Und aber dass die Frau der anderen Frau nicht die Augen ausgekratzt hat. Ja. Aber es ist gut gegangen. Im Prinzip ist er jetzt wieder alles in Butter. Ich habe auf jeden Fall, wir haben schon da gestanden, dass ich mir eine Wohnung quasi besorgt habe, so, und meine Frau halt auch schon auf dem Weg hier raus war und wir wirklich uns gesagt haben, dies und das und jenes wirst du mitnehmen und wir kümmern uns weiterhin und was machen wir mit unserer kurzen quasi so. Ne? Also an dem Punkt waren wir schon halt. Ne? Also es hätte auch kippen können im Grunde. Aber es ist nicht gekippt und es ist wieder alles so in Butter und es ist alles im grünen Bereich. So ist es. Es ist noch Misstrauen da und es ist auch ein Vertrauensbruch da, aber es ist trotz allem eine gute Geschichte so. Es ist wirklich eine gute Geschichte, eine ungewöhnliche Geschichte, aber wirklich, ich sag's nochmal zur Nachahmung, nicht unbedingt empfohlen, es ist ein ganz individuelles Ding bei euch gewesen. So ist es. Ja, danke für deinen Anruf. Okay, so. Und euch alles Gute. Vielen Dank. Schönen Gruß an deine Frau und an die Kleine. Alles klar. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, 0800, das hier ist unsere heiße Nummer zu uns, zu mir. 0800 5678 111. Wenn ihr mit mir reden wollt, dann könnt ihr das jetzt tun, hier live, in der Sendung, im Radio, im Fernsehen. Oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Und jetzt bin ich verbunden mit Martin und Martin ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Martin. Was ist dein Thema? Mein Thema ist Synästhesie. Wie bitte? Synästhesie nennt sich das. Synästhesie? Ja. Bin ich jetzt ganz blöd, wenn ich sage, das habe ich noch nie gehört? Ja, das ist, ich will nicht sagen eine Krankheit. Das sind also Menschen, die... außergewöhnliche Wahrnehmungen haben. Also das sind Menschen, die ihre Umwelt also ganz anders aufnehmen als du vielleicht jetzt. Wie? Inwiefern anders? Es gibt sogar 25.000 Leute auf der Welt, die sowas haben. Es ist also sehr unbekannt. Und du gehörst dazu? Ich gehöre leider Gottes dazu. Und ja, es ist noch nicht ganz so erforscht. Beschreib doch mal, inwiefern ihr oder du, wir reden jetzt mal über dich, die Welt anders wahrnimmst als ich beispielsweise? Durch viel Geräusche, durch viel Töne. Also die ganze Welt ist ja bestimmt von Geräuschen, ist egal, wo man hingeht. Und man sieht diese Geräusche als Grafik, wie ein Bild vor sich ablaufen. Das heißt, du kannst Töne sehen? Man sieht Töne, genau, richtig. Jeder Ton sieht anders aus. Jeder das heißt, Ton hat auch seine eigene Farbe. Das heißt, im Moment... wenn ich spreche, sind das ja Laute. Genau, ja. Das heißt, du kannst meine Sprache quasi sehen. Genau, richtig. Siehst du das im Moment auch? Genau. Siehst du mich? Ich nehme es ja auf. Siehst du mich im Moment auch im Fernsehen? Ich sehe dich auch im Fernsehen. Das heißt, du kannst mich optisch so ganz normal sehen. Ja. Und du siehst auch noch etwas anderes, bedingt dadurch, dass ich spreche. Genau, deine Sprache. Wie sieht denn meine Sprache aus? Also jede Sprache hat erstmal einen Hintergrund, ne? Ein uniformer Hintergrund und der ist eigentlich meistens schwarz. Also Sprache hat den Hintergrund von schwarz. Wo siehst du denn diesen schwarzen Hintergrund im Moment, wenn du mich anguckst? Ich sehe den eigentlich, das ist wie ein Bild vor mir. Ich sehe zwar dich, ich sehe den Fernseher, den Stuhl, ich sehe meine Schrankwand, ich sehe alles, aber ich sehe das trotzdem noch vor mir. Also das ist, ich will nicht sagen Schatten, es ist... Also siehst du im Prinzip... Gedanken, als wenn du an jemanden denkst. Denk mal, vielleicht an deine Mutter oder was. Denk nur an diesen Gedanken. Und dieser Gedanke begleitet dich ständig mit. Das nur als Schablone. Ist sehr schwer zu verstehen. Und auf dieser Schablone bildet sich dieser Hintergrund. Und der ist schwarz bei Sprache. Und wenn das Wort bitte was sein muss, wie geht's dir? Jedes Wort hat noch seinen eigenen Charakter. Also wenn ich sage... Pass auf, ich sage jetzt... Martin, guten Abend. Ja. Wie sieht dieses Martin, guten Abend aus? Durch dein Sprachauslaut Martin hat das schon wieder seinen eigenen Charakter. Ach, weil ich Martin so betont eckig, gesprochen habe. Genau, richtig. Also eine sehr eckige Grafik ist das. Also schon allein dieses Wort. Also man muss sich vorstellen, dass man irgendwie einen schwarzen Hintergrund wahrnimmt.
parallel zu dem anderen, zu dem normalen optischen Bild, was man im Leben sieht. Und auf diesem schwarzen Hintergrund eine wie auch immer geformte Grafik. Genau. Ja. Und das hast du immer? Ständig. Man hat ständig. Auch bei Musik, wenn du Musik hörst auch? Auch wenn ich Musik höre. Dann musst du doch wahnsinnig werden in der Diskothek. Richtig, ich gehe in keine Diskothek. Und bei einem Konzert, ein klassischer Konzert? Ich gehe auch in kein Konzert. Also das ist leider Gottes für mich tabu. Also es gibt Momente, wo ich mir manchmal eine sehr langsame CD reinmache. Das kann ich aber nur sehr leise machen. Mhm. Also nur im Hintergrund. Wenn ich einen Kopfhörer aufhabe, habe ich den in 2 Minuten wieder unten. Also du sagst, es ist sehr, sehr kompliziert, also ja, sich da so reinzudenken. Eigentlich ist es fast unmöglich für uns normale Menschen. Ich versuche es aber mal so ein bisschen. Ja. Du sagst, du kannst Töne sehen. Richtig. Jetzt spinne ich mal. Ja. Es ist vielleicht ganz absurd. Kannst du vielleicht auch Dinge, die wir sehen, hören? Es gibt Dinge, die man hören kann, richtig. Ich kann zum Beispiel auch Farben riechen. Ach. Farben haben einen eigenen Geruch. Ja. Wie riecht Grün? Grün riecht nach Kürbis. Mhm. Grün riecht sehr nach Kürbis. Also das ist aber wieder eine ganz andere Art. Also es gibt viele, also Töne, es gibt Bilder, die man sieht, es gibt Gerüche, Farben. Ich zeig dir mal dieses Mäppchen hier. Ja. Das ist ja eher rot, ne? Ja. Kannst du das auch irgendwie, ja, in irgendeiner anderen Weise noch wahrnehmen, als wir das hier wahrnehmen, wir normalen Menschen? Eine rote Oberfläche. Wie als Stimmung. Also ich nehme Farben, also das ist für mich eine Farbe, die Schrift ignoriere ich jetzt einfach mal. Ja, genau, nur die Farbe. Ja, es ist eine Stimmung. Es ist eine angenehme Stimmung, die da drauf ist. Jetzt betrachtet ihr mal genau dieses Bild von ein bisschen weiter weg. Mhm. Genau, und wenn du da drauf guckst, dann merkst du, dass es eigentlich eine sehr angenehme Farbe ist, eine angenehme Stimmung da drauf. Vielleicht, damit kann ich noch was anfangen. Würde mir aber so spontan nicht auffallen. Ich würde denken, es ist halt irgendwie rot, ist es okay. Genau. Aber es und ist diese nicht Stimmung, die speicherst du praktisch jetzt in deinem Kopf ab, als dieses, das Teil, was du in der Hand hältst. Was ist denn mit, ich habe eine beige, so sandfarbene Jacke an hier. Wie nimmst du diese Jacke noch wahr? Als Farbpunkt nehme ich das wahr. Ich nehme das als Farbpunkt da und als Stimmung. Also es gibt auf deiner Jacke zum Beispiel gibt es verschiedene Lichtbeleuchtungen jetzt von deinen Strahlern, die an sind, wo ich mich wohlfühlen würde. Mhm. Ja, da kann man sich ja vielleicht noch mit anfreunden. Aber was ich ganz irre fand gerade, war, dass du, was du sagst, Farben haben einen Geschmack für dich. Ja. Du sagst, Grün schmeckt nach Kürbis. Ja. Nein, Geruch hast du, nicht Geschmack, Geruch, ne? Hast du gerade Geruch gehört? Geruch, ja, richtig. Wie riecht denn Gelb? Gelb riecht sehr frisch, leider Gottes durch die Zitrone, weil die ganz einfach mal die Symbolfarbe auch dafür ist. So, jetzt heißt ja, das. Also man sucht sich da schon Stützen irgendwo. Jetzt mache ich mal nochmal kurz einen Einschnitt, falls jemand uns zufällig das gerade eingeschaltet hat. Wir reden im Moment über ein Phänomen, eine Krankheit, kann man sagen. Oder ja, Das heißt, ich habe es mir gerade aufgenommen, Synästhesie. Richtig. Und du bist jemand, der an Synästhesie leidet und du sagst, dass es auf der Welt rund 25.000 Menschen gibt, die das haben. Sagen die wir mal einfach mal. Ja, die Information habe ich aus dem Internet. Ich kann mich leider nicht erkundigen. Mhm. Wie hast du das denn? Du bist 28 Jahre alt. Das muss dich doch, anders gefragt. Wann hast du bemerkt, dass du anders wahrnimmst als der Rest der Welt? Eigentlich schon sehr früh, eigentlich schon im Kindergarten, kann man beinahe sagen. Haben denn die, als du das dann mal so erzählt hast, haben die anderen dich nicht für bescheuert erklärt? Ich habe das nicht erzählt. Mhm. Ich habe das nicht erzählt, weil ich permanenter Einzelgänger war. Mhm. Ja, und wann hast du dich zum ersten Mal jemandem anvertraut und hast gesagt, pass mal auf, ich kann Töne sehen? Das ist ja eine verrückte Aussage, da würde ja jeder sagen, der hat eine Klatsche. Ja, genau, richtig. Also erstmal dachte ich das von mir selber auch. Mhm. Mal vorneweg zu sagen, dass ich wirklich meinte, ich wäre geistesgestört oder psychisch dermaßen krank. Mhm. Ich habe mich dann selber auch irgendwie nicht gemocht. Mhm. Ich habe dann eine sehr, sehr gute Freundin kennengelernt, die durch die Gespräche das eigentlich mehr rausgehört hat, was eigentlich mit mir los ist. Und der konnte ich dann mit der Zeit alles anvertrauen, obwohl es für sie auch sehr schwierig war. Wann hast du denn die für dich wahrscheinlich erleichternde Information bekommen,
dass das ein Phänomen ist, was auch andere Menschen noch haben. Das habe ich leider Gottes nur durch das Internet erfahren. Also das ist noch gar nicht so lange her wahrscheinlich, oder? Das ist noch gar nicht lange her, das ist ungefähr 2 Jahre her. Dieses muss doch dann für dich eine große Erleichterung gewesen sein. Das war eine wahnsinnig große Erleichterung. Mhm. Also ich bin da schon in Tränen ausgebrochen. Bist du denn wegen dieses Phänomens, sage ich mal, mit Krankheit geht mir nicht so leicht über die Lippen, bei einem Psychiater schon mal gewesen oder in irgendeiner Behandlung? Ja, ich war schon in Behandlungen, aber die konnten damit eigentlich alle recht wenig anfangen. Mhm. Es wird da alles sehr schnell auf die psychische Bahn geschoben. Mhm. Sobald man sich damit nicht auskennt, macht man das sehr gerne. Gibt es denn einen Spezialisten in Deutschland, der sich damit auskennt? Das weiß ich nicht. Also es gibt einen Spezialist, das ist wohl der Professor Dr. Emrich an der Uni Hannover. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das der vollständige Name ist. Der hat, glaube ich, einen Doppelnamen. Mhm. Und der macht gerade eine Studie darüber. Das habe ich aus dem Internet. Mhm. Und ich hoffe, er ruft mich an, weil er hat eine Nachricht von mir. Ach so. Dass er mich damit in die Studie aufnimmt. Ist es denn für dich so, dass du sagen würdest, ich habe mich damit arrangiert, ich nehme nun mal die Welt so wahr? Oder würdest du sagen, ich möchte das loswerden? Obwohl, während ich das gerade frage, fällt mir auf, dass du dir die Welt ja gar nicht so vorstellen kannst, wie wir sie wahrnehmen, so wenig, wie wir es uns vorstellen können, wie du sie wahrnimmst. Genau, und da ist der Knackpunkt an der ganzen Sache. Mhm. Deswegen tendiere ich mehr zu der Meinung, dass ich gerne so sein würde wie ihr. Hört sich jetzt furchtbar an, mhm. Weil es, denke ich mal, viel einfacher ist. Was für eine absurde Sache. Ja, finde ich auch. Also wie ist es denn, wenn du am Meer sitzt? Das empfinden wir, diese Geräusche, wir, ich sag mal, normalen, in Anführungszeichen, als angenehm. Ja, das Meer empfinde ich als sehr gewaltig. Mhm. Nicht nur an sich, an der Form, dass es auch riesig groß ist, sondern an der Stimmkulisse. Ja, das meine ich. Du musst sehr viel über dich. Du musst ja ganz viel auch sehen dann, ne, wenn du das Meer hörst. Das heißt, du kannst nicht entspannt mit zuen Augen am Strand liegen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Du siehst ständig irgendwelche Sachen dann. Ich sehe ständig Bilder, genau. Ich nehme also ständig durch irgendeine äußeren oder irgendein Sinnesorgan nehme ich meine Welt wahr. In welcher Situation oder an welchem Ort der Welt fühlst du dich am besten aufgehoben? Wo fühlst du dich am wohlsten? Bei mir zu Hause. Mhm. Eigentlich bei mir zu Hause, weil es ist mein Reich. Da. Mhm. Ich bin wieder Single und das möchte ich auch gerne bleiben, weil ich... Aber da dringen doch auch schon mal irgendwie Töne durch die Wand oder da fährt eine Straßenbahn oder ein Auto vorbei oder irgend sowas. Oder wohnst du sehr ruhig? Es ist nicht gerade ruhig. Ich wohne noch an der Hauptverkehrsstraße, aber ich arrangiere mich mit mir selber. Mhm. Ja, also es gibt schon Töne, die man permanent hat, die überhört man dann zum Teil. Oder also, es gibt Farben, die man dann zwar sieht, aber gar nicht mehr beachtet. Also... Ja? In besonderen Naturumfeldern zu sein, ist für dich gar nicht so reizvoll. Es ist nicht reizvoll, es ist interessant, durchaus interessant, aber leider nur eine sehr kurze, interessanter Trip dahin. Synästhesie heißt das. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, also wenn es vielleicht durch diese Sendung ich irgendjemand erreiche, der sowas hat oder sowas Ähnliches hat, der soll mich gerne mal anrufen. Oder ich habe auch eine E-Mail, der kann da also... wir stellen den Kontakt gerne her, wenn sich jemand meldet, der sowas hat. Lass mich dich noch fragen, Martin, also man wird sicher zu einem ungewöhnlicheren Menschen, wenn man so etwas von Kindesbeinen an auf hat. Du hast gerade gesagt, du warst warst ein bisschen eigenbrödlerisch und Außenseiter. Ja. Klar, ist auch normal. Wohin hat das Leben dich heute geführt? Du bist 28 Jahre alt. Wie lebst du? Was machst du vom Beruf? Einzelhandelskaufmann habe ich gelernt, habe diesen Beruf eigentlich, diesen Verkäufer eigentlich immer sehr gut hinbekommen dadurch. Mhm. Ich bin also zeitlebens habe ich immer nur verkauft und bin jetzt hier in Idar-Oberstein und habe in einem Edelsteinladen gearbeitet. Mhm. Und das hat mir auch sehr viel gebracht, also diese ganzen Menschen, die dort waren. In einem Edelsteinladen? In einem Edelsteinladen. Haben Edelsteine auch für dich noch eine Besonderheit? Riechen die oder klingen die irgendwie? Oder? Nein, also es ist, Edelsteine habe ich erlernt, wie sie aussehen, was für eine Bedeutung sie haben. Und damit ist das für mich erledigt. Damit ist es erledigt, also nichts Besonderes. Lebst du in einer Beziehung? Ich lebe in keiner Beziehung. Seit fünf Jahren bin ich alleine. Hast du das einem Partner, mit dem du vielleicht mal zusammen warst, so erzählt?
was in dir vorgeht und wie du drauf bist? Ja, meiner Ex-Freundin habe ich das erzählt. Hat sie das verstanden und akzeptiert? Sie hat das verstanden. Es war sehr schwer am Anfang, aber wir sind auch jetzt nach der Trennung noch die allerbesten Freunde und erzählen uns auch sehr viel. Mhm. Und der kann ich mich auch noch öffnen. Mhm. Also Martin, wenn sich bei uns jemand meldet, vielleicht gibt es ja noch ein, zwei Leute in Deutschland, werden wir natürlich gerne den Kontakt herstellen. Ich danke dir sehr für den Anruf. Ja, das habe ich gerne gemacht. Nee, das ist jetzt wieder so ein Gespräch gewesen. Mir geht es so und vielen anderen, die ja zugeschaut haben auch. Wo erfährt man so etwas? Das steht vielleicht in irgendwelchen Fachzeitschriften mal auf Seite 340 links unten. Genau. Aber man weiß es halt nicht. Und so haben wir wieder ein neues Phänomen des Lebens quasi hier erfahren. Sehr interessant. Also, ich danke. Wie gesagt, wenn irgendwas hier bei uns anläuft, reichen wir an dich weiter. Alles Gute von Herzen. Ja, danke dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Synästhesie heißt das. So, wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir hier Steffi. Und Steffi ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hier ist Steffi. Schön. Erstmal ganz kurz zu meinem Vorgänger. Ja. Ich glaube, da sind wir wohl auf einer Wellenlänge. Mein zweiter Hobby ist Psychologie. Was? Dein zweiter was? Mein Hobby ist Psychologie. Ja, und warum seid ihr dann auf gleicher Wellenlänge? Ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört und ich beschäftige mich so nebenbei in Sachen Psychologie. Aber du hast das bestimmt auch noch nie gehört, dieses Phänomen, ne? Nee, aber ich muss dazu sagen, das hat mich jetzt sehr interessiert und ich würde mich gerne mit dem jungen Mann kurz schließen. Können wir gerne machen. Aber das war nicht der Hauptanlass deines Anrufes. Nein, mein Hauptgrund ist, ich bin Hobbyhure. Du bist Hobby. Hobbyhure. Ich dachte jetzt gerade Psychologie, ich bin Hobbypsychologe. Ja, das sind zwei Welten aufeinander, ja. Aber die Psychologie kommt einem natürlich da zu Hilfe, ne? Wenn man Hobbyhure ist. Kann man sagen, ja. Warum bist du denn 31 Jahre alt, sagte ich gerade. Warum bist du denn Hobbyhure? Zum einen Geldmangel, zum anderen Spaß an der Freude. Mhm. Ich bin arbeitslos. Was bist du vom Beruf? Was hast du gelernt? Der Beruf mit dem grünen Daumen, Gärtner. Gärtner. Der Beruf mit dem grünen Daumen? Ja. Sind das Gärtner mit dem grünen Daumen? Wusste ich gar nicht. Ja. Wird bezeichnet als der Beruf mit dem grünen Daumen. Ja. Alles, was man anfasst, wächst. Schöner Beruf. Also Gärtnerin hast du gelernt. Ja. Und bist jetzt arbeitslos. Bin arbeitslos und habe aus Geldmangel den Job da eben jetzt gewählt, weil ich habe, mit dem paar Mark, die ich habe, kann ich nicht viel anfangen. Mhm. Und seit wann machst du das jetzt schon? Bitte? Seit wann bist du Hobbyhure? 6 Jahre ungefähr. Ach, 6 Jahre schon. Das heißt, bist du so lange auch schon arbeitslos oder hast du während der Arbeit das nebenher auch schon gemacht? Nein, ich bin seit 5 Jahren jetzt und ich war 5,5 Jahre und arbeitslos. Wie oft machst du bist... Machst das aber schon? Bitte, ja? Machst das aber schon? Machst das aber schon seit ungefähr 7 Jahre. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich mache das mehr oder weniger immer dann, wenn just for fun. Genau, das war jetzt meine Frage. Wie oft im Monat passiert es denn, dass dich die Lust packt und du sagst, ich muss jetzt mal wieder ein bisschen... Hobbyhuren. Wenn es danach ginge, Lust packt mich eigentlich jeden Tag. Mhm. Könnte von mir aus jeden Tag mindestens ein Kunde kommen. Mhm. Nur nicht immer die Zeit habe ich dazu, aber ich mache das auch immer dann mindestens ein Kunde kommt pro Monat. Mhm. Aber Zeit müsstest du doch eigentlich dann immer haben, ne? Wenn du arbeitslos bist. Naja, ich habe so mein gewissen Stammkundkreis habe ich, ja. Ja, also es kommt nicht so ganz oft vor, sagen wir mal maximal 2-3 Mal im Monat. Mindestens. Ja. Wie teuer ist denn so ein netter Ausflug zu Steffi, sprich zu dir? Naja, sehr billig, sagen wir mal so. Ja, raus damit, mit der Sprache. Sehr, sehr billig. Na, unter dem Preis zu den Professionellen. Unter 100 Mark? Ja. Noch viel billiger als 100 Mark? Billiger, ja. Unter 80 Mark? Ja. Unter 80 Mark? Unter 80. Noch billiger als 80 Mark? Ja. Unter 60 Mark? Ja. Nein! Doch. Unter 50 Mark? Nein. Steffi, so billig darfst du dich nicht verkaufen, Mensch. Nein, unter 50 nicht. Also ein 50er ist es schon, bringt's schon. Dann fasse ich mal an. Also, das ist ja, du bist ja Aldi. Du bist ja wie Aldi. Du bist ja die Aldi-Steffi im Hurengewerbe. Kann man sagen, ja, ich sag mal, ich verkaufe mich deshalb ein bisschen unter dem Preis. Da kommt eher als sonst. Aha. Ich bezeichne mich nicht als Edelnutte.
Ja, jetzt wollen wir nicht, wir wollen jetzt nicht in die richtigen Details gehen, können wir ja nicht im Fernsehen machen, aber so ein bisschen mal, was kriegt man denn für die 50 Mark geboten? Anfassen. Anfassen? Mehr nicht? Also ein bisschen Streicheleinheiten und ein bisschen anfassen und... Aha, also einen richtigen Geschlechtsverkehr gibt es nicht für 50 Mark. Nein, nee, also so billig verkauft mich auch. Das nicht. Also wenn man einen soliden Geschlechtsverkehr haben möchte mit Steffi... Wie viel? Ja, das ist schon ein bisschen über 100, ja. Da muss man schon ein bisschen hinlegen, ne? Ja, naja, okay, ja. Ich dachte, jetzt, sagen wir mal, anfassen unter 100 und... Ich dachte jetzt einen richtigen, mit allem drum und dran für 50 Mark, das wäre... Nee, so billig verkaufe ich mich dann auch nicht, nein. Und du hast deinen Stammkundenkreis um dich herum? So ein paar hin und wieder kommen dann schon mal regelmäßig, unregelmäßig. Mhm. Aber... Und wie hast du die rekrutiert? Wie bist du an diese Stammkundschaft gekommen? Ich habe annonciert in einschlägigen... Tageszeitung, wo es so eine Rubriken gibt und habe dann eben dementsprechend... Dann hat sich gemeldet. Aber du bist ganz für dich alleine, da gibt es keinen... Ich wohne hier in meiner Wohnung ganz alleine und da, es gibt keinen Zuhälter darauf, oder wie sich das... Genau. Hat dir das am Anfang Schwierigkeiten bereitet? Ich meine, man kann da locker und lustig drüber reden, aber ich habe auch schon mit Frauen hier gesprochen, die das auch machen wollten und auch gemacht haben, aber sturzunglücklich dabei waren. Wie war es bei dir am Anfang? Hast du das so leicht trennen können, alles? Oder ging es dir manchmal auch ein bisschen so ans Gemüt, das Ganze? Anfangs war es Neugierde und dann Spaß an der Freude. Und seitdem Heute Spaß an der Freude. Ja. Jetzt kommt die größte indiskrete Frage, die man Huren stellt. Und ich darf das, glaube ich, hier. Ja, frag ruhig, ja. Es ist ja der große Ehrenkodex. Das haben ja viele professionelle Nutten sagt man, nicht Huren gesagt. Dass sie keinen Orgasmus haben. Hast du einen Orgasmus? Kommt auf den Kunden drauf an. Hatte ich dich doch im Verdacht, weil du so sagst mit Spaß und Erfreut. Also hast du, ist das dann auch deine Sexualität quasi, ne? Ich muss dazu sagen, ich führe mehr oder weniger ein Doppelleben mit zwei Beziehungen, mehr oder weniger. Wie bitte, zwei Beziehungen auch noch? Ja. Zwei Männer laufen parallel. Hast du parallel am Laufen? Ja. Einer weiß davon, der andere weiß davon nichts. Aha. Wie lange laufen denn die Beziehungen jetzt schon? Das sind so ungefähr, ich müsste lügen, 3 Jahre. Mhm. Und der andere? Und der andere seit ein Vierteljahr. Seit ein Dreivierteljahr? Ein Vierteljahr. Ein Vierteljahr. Wissen denn die Männer voneinander? Ja. Beide wissen voneinander, aber nur einer weiß, dass du auch noch Hobbyhure bist. Der eine weiß davon, dass ich das mache. Und der andere nicht. Und der andere, den habe ich mal darauf das Thema angesprochen, was er davon hält. Und da hat er gesagt, da halte ich gar nichts von. Der hat nur gemeint, das ist so nach dem Motto Rotlichtmilieu und Zuhälter und so weiter. Sind denn diese beiden Männer nicht aufeinander eifersüchtig? Die wissen zwar voneinander, aber... mehr nicht. Wie mehr nicht? Also ich wissen nicht, dass ihr miteinander... Kennt sich nicht und ich versuche auch, das irgendwie zu auseinanderzuhalten, dass die sich nicht treffen. Mhm. Das heißt aber, Steffi, mit Verlaub, eine ordentliche, vertrauensvolle Beziehung kannst du auf dieser Basis nicht führen. Das weiß ich, ja. Mhm. Und ich muss dazu sagen, mit dem ich jetzt schon seit über 3 Jahren das habe, den liebe ich, den... Ich will ihn wieder haben und das ist ein bisschen lange kompliziert. Ist der mit dem du 3 Jahre zusammen bist, ist das der nicht Bescheid weiß von deiner Hurerei oder der andere? Nee, der seit 3 Jahren. Ach, der ist das auch noch. Also der im Prinzip, weiß, der das ist im Prinzip dein wichtigster Mensch, den du auch liebst. Ja. Und der weiß das nicht. Mhm. Muss es denn dann sein, dass du das machst? Wenn du den Mann liebst, warum machst du es denn dann noch? Weil ich mir sage, warum wohnen wir noch nicht zusammen? Weil er hat mein Vertrauen bis jetzt auch immer ausgenutzt. Mhm. Das ist so ein kleiner Racheakt von mir. Ja, aber der kleine Racheakt dauert ja nur schon eine ganze Weile, ne? Und man muss ja irgendwann selbst auch mal eine Initiative ergreifen. Mir sind solche Geschichten dann immer unwohl, wenn die verbunden sind mit Lug und Trug. Und das ist ja so ein bisschen bei dir. Wenn du jetzt Single wärst und dein Leben so arrangierst, nun gut, das ist nicht jedermanns Sache, aber wenn du das so gut findest, würde ich sagen, mach es so, Steffi. Aber wenn da schon eine Liebe mit involviert ist und du den verletzt dabei letztendlich und belügst, finde ich das nicht mehr so toll.
Ja, ich habe auch, wo wir uns kennengelernt haben, habe ich auch 2 Jahre aufgehört damit. Mhm. Und warum hast du dir dann jetzt noch einen anderen Mann angelacht? Ich weiß es auch nicht, warum. Ganz genau, so Spaß an der Freude. Hör mal, du bist 31 Jahre alt. Du bist kein junges Mädchen mehr. Ja. Und mit 31 Jahren sollte man so erwachsen sein, dass man da ein bisschen auch drüber nachdenkt. Also kann man doch nicht mit Menschen umgehen. Schon gar nicht mit jemandem, den man so liebt. Wenn du sagst, du liebst diesen einen, mit dem du 3 Jahre zusammen bist, eigentlich sehr. Hast du gerade gesagt. Ja, das stimmt. Aber ich muss dazu sagen, dass derjenige, mit dem ich 3 Jahre zusammen war, mal zwischendurch Schluss gemacht hat. Mhm. Und ich nicht genau wusste, will er mich jetzt wieder zurück oder will er nicht. Mhm. Deshalb habe ich mich dann ja irgendwann mal auf der Suche gemacht. Da ist wahrscheinlich, hängt ein ganzer Rattenschwanz von Geschichten und Vorkommnissen hinter. Genau, bestimmt, ja. Ne? Aber ich glaube bestimmt, Steffi, dass es gut wäre, in deiner Situation mal so rein Tisch zu machen. Mal zu überlegen, was will ich eigentlich und wie bekommt es mir am besten. Und dir bekommt es auch am allerbesten, wenn du guten Gewissens in den Spiegel gucken kannst. Wenn, also ich würde nach meinem reinen Gewissen ginge, würde ich am liebsten sagen, mit dem, den ich schon seit über 3 Jahren kenne, zu sagen, so, weißt du was, Schatz, wir kommen wieder zusammen, wir hören jetzt oder nie, und ich höre meiner ganzen Vergangenheit auf. Dann tu es doch einfach. Erwarte doch, erwarte doch nicht immer erst eine Vorleistung. Mach du doch erstmal. Bereinige du doch dein Leben erstmal. Und sag, pass auf, Schatz, ich mache es jetzt so und wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Beziehung. Du musst ihm das ja gar nicht alles im Detail erzählen. Mhm. Ne, man erwartet immer so, der andere soll immer den ersten Schritt machen. Mach du den ersten Schritt. Ja, von der Vergangenheit so ganz genau weiß er ja nicht. Mhm. Und ich könnte das sofort von heute auf morgen wieder aufhören und beenden. Ja, du musst ihm das ja auch nicht, das ist viel zu kränkend im Nachhinein. Ich würde ihm das gar nicht alles erzählen. Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist einfach einen Strich drunter und quasi ein neues Leben anfangen, ne? So wäre es ja dann. Das wäre für mich ja kein Thema. Mhm. Also Steffi, ich wünsche dir das, dass du das hinkriegst. Ich glaube, es würde dir gut tun. Es würde für dich ein gutes Gefühl mit sich bringen. Abgesehen davon, dass es eine korrekte Verhaltensweise deinem Freund gegenüber wäre. Ja? Mit Sicherheit, ja. Ich wünsche dir alles Gute dafür. Ja, danke. Du Hobbyhure. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. 1.35 Uhr und 25 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 36, 20 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Schön, dass ihr eingeschaltet habt im Fernsehen, im Radio. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier jetzt live in der Sendung, dann könnt ihr das machen, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächste Anruferin, das ist die Susanna und Susanna ist, wie alt ist sie? 38. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Hallo, grüß dich. Ich habe gestern deine Sendung gesehen. Ja. Und du hattest eine Anruferin, die dich gefragt hat, mit wem du gerne mal sprechen möchtest. Mhm. Und du hast so gesagt, mit einem Autisten. Mhm. Ich habe jetzt einen autistischen Sohn und wollte eigentlich, ja, mal mit dir drüber sprechen. Mhm. Du hast einen, wie alt ist denn dein Sohn? Der ist 10. Der ist 10 Jahre alt. Der ist 10 Jahre alt. Seit wann, wie hast du das bemerkt, dass er ein Autist ist? Ja, das hieß erst entwicklungsverzögert und dann war ich mit ihm zur Kur mal gewesen und da wurde das dann festgestellt, dass er autistische Züge hat und ich sollte ihm im Autistenzentrum vorstellen. Wie alt war er da? Da war er, ich weiß nicht, 6, 7 ungefähr.
Also 6, denke ich. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen eingehender erklären. Du bist viel besser informiert als ich. Ja. Was ist Autist? Was ist ein autistischer Mensch? Was ist Autismus? Ja, das ist ein weit gebreiteter Begriff, kann man sagen. Es gibt zig Sorten von Autismus. Mhm. Ne, weil jeder Autist ist anders. Mhm. Dann erzähl einfach mal von deinem Sohn. Was sind die Hauptmerkmale gewesen von deinem Sohn, dass man letztendlich dann diagnostiziert hat, er ist Autist? Er schlägt sich selbst. Mhm. Das ist eigentlich so das bekannteste Merkmal. Hat keine Angst vor realen Gefahren. Also würde einfach so auf die Straße laufen. Hat keine Angst vor Feuer. Ja, genau. Zum Beispiel. Mhm. Genau. Mhm. Hat sich jetzt auch erst in der Schule die Füße verbrannt. Mhm. Ja, also mächtig, da lagen wir 3 Wochen mit dem Krankenhaus. Also er hat die Gefahr nicht erkannt, ne? Mhm. Und ja, klettert hoch, so hoch wie es geht, ne? Mhm. Klettern mag er gerne. Mhm. Und Auto spielt er gerne. Das ist ja ein Phänomen, was ja schon fast so in den allgemeinen Sprachgebrauch eingeflossen ist, wenn jemand autistisch ist. Ja. Das ist jemand, der sehr in sich verschlossen ist, der sich auch nicht ausdrücken kann. Genau. Ne, der auch kaum spricht. Mhm. Ist das bei deinem Sohn auch so? Ja, das ist auch so. Wie? Aber auch da gibt es ja auch, kann man ja auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja Autisten, die schon sprechen. Mhm. Ja, sicher. Oder wo sich das entwickelt. Mhm. Wie ist das bei deinem Sohn? Du sagst, 10 ist er im Moment, ne? Ja. Wie artikuliert er sich denn? Wie spricht er? Ja, sprechen, also er lautiert mehr, ne? Aber wenn er was haben möchte, dann lautiert von uns und zieht uns dann dahin, ne? Mhm. Also er kann im Klartext gar nicht reden, sondern lautieren heißt, er gibt irgendwelche Laute von sich. Ja, genau. Mhm. Also auch wenn ich sage, morgens aufstehen, er wiederholt das dann auch, aber er sagt dann nicht aufstehen, sondern AG, ne? Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass dein Sohn euch wirklich versteht, was ihr sagt? Also größtenteils ja, weil er zeigt das nicht so. Er weiß ganz genau, was los ist, ne, aber er tut immer so, als wenn er es nicht weiß, ne? Oder nicht, wenn wir irgendwas von ihm verlangen, dass er nur so tut, als wenn er es nicht könnte, obwohl er ganz genau weiß, er kann es. Ne? Mhm. Man kann ja ganz, ganz volkstümlich sagen, das sind Menschen, die in sich gefangen sind. Ne? Ja, genau. Und es ist ja auch richtig, wenn ich jetzt sage, dein Sohn ist nicht geistig behindert. Nein, es ist also mit einer geistigen Behinderung hat das nichts zu tun. Der kann genauso intelligent oder sogar sehr intelligent sein wie ein normales Kind auch. Ja, genau. Meinst du, dass er schon über sich nachdenkt, dass mit ihm was nicht stimmt? Ja, vielleicht, wenn er mit in Anführungsstrichen normalen Kindern vielleicht zusammen ist. Mhm. Dann vielleicht. Mhm. Er geht wahrscheinlich auf eine Behindertenschule, aber, oder? Nee, er geht ins Autistenzentrum nach Hannover. Mhm. Wie sind denn jetzt die Therapiemöglichkeiten und die Therapieformen? Ja, so viel wie möglich fördern. Also das ist so das Einzige, was man machen kann. Und wie fördert man? Ja, immer wieder mit viel Geduld. Ne? Also nicht einmal zeigen, zweimal, dreimal, sondern vielleicht 200, 300 Mal zeigen, bis er es kann. Ne? Mhm. Das heißt, dass ihr euch, ist das dein einziges Kind? Ja, das reicht auch. Ja, dass ihr oder du mit dem Kind sehr, sehr, sehr viel beschäftigt seid und bist. Wie lange ist der in der Schule jeden Tag? Also der wird 7 abgeholt und ist 3:30 zu Hause. Also Schule geht von 8 bis 14 Uhr. Mhm. Und ist dann die Freizeit vergleichbar mit einem anderen Kind in seinem Alter? Kann er auch alleine spielen oder muss er ständig beschäftigt werden? Er kann auch alleine spielen, das ist aber immer so mal eine Phase, ne? Dann spielt er mal alleine, also mit einem normalen Kind, weiß nicht, also man muss ihn ständig unter Kontrolle haben, weil er macht viel Blödsinn, ne? Also räumt Schränke aus, reißt Heizungen kaputt, das mag er am liebsten, oder draußen, dann ist da Erde, er ist Sand, er ist Blätter, alles was er kriegen kann, er alles rein im Mund, ne? Ja. Das heißt, du lebst auch in einer ständigen Angst. Der hat sich gerade verbrannt, sagst du, dass er Dinge tut. Das ist auch typisch für einen Autisten, ne? Dass er Gefahren nicht einschätzen kann. Woran liegt das eigentlich? Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hat man dir das nicht erklärt? Ein Psychologe, ein Psychiater, mit dem ihr arbeitet? Nee. Das nicht? Nee, also wahrscheinlich, weil sie es selbst nicht wissen, woran das liegt. Ne? Ist er denn lernfähig, wenn er sich das einmal verbrannt hat? Kann es denn sein, dass er das nächste Mal dann vorsichtiger ist oder kann es immer wieder passieren? Ich denke mal, es kann immer wieder passieren. Mhm. Weil er hat sich 3-4 Wochen, nachdem wir aus dem Krankenhaus waren, hat er sich schon wieder eine Hand verbrannt. Wir haben gesagt, pass auf, was nicht anders ist, heiß. Das wusste er genau. Also hat er sich mit dem Arm abgestützt, nicht mit den Fingern. Ne? Ich blätter nochmal die Zeit ganz, ganz weit zurück, als der Kleine so 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre alt war.
wo alle Eltern immer ganz gespannt drauf sind, ach, er kann schon sprechen, er sagt dieses Wort und jenes Wort. Und bei euch war das ja überhaupt nicht der Fall. Ist man da sehr verzweifelt und schockiert als Eltern, wenn denn die Entwicklung einfach nicht so stattfindet, wie es normal ist? Ja, man hat das irgendwo so hingenommen, weil es immer hieß, es ist entwicklungsverzögert und das kommt noch. Ne? Von den Ärzten auch machen sich keine Sorgen. Ne? Als du dann letztendlich die Diagnose gehört hast und man es dir erklärt hat, ihr Sohn ist ein autistisches Kind, was hast du da empfunden oder ihr empfunden? Ja, was haben wir empfunden? Das kann man irgendwie mit Worten gar nicht so sagen. Das ist ja dann ein Urteil fürs Leben quasi. Ja, ne? Ja. Ich brauche ja ständig Betreuung auch, ne? Apropos Urteil fürs Leben, gibt es denn eine Chance durch eine intensive Betreuung, so wie du es auch gerade geschildert hast, dass das Kind irgendwann fast normal wird? Ja, das weiß man immer nicht, wie die sich weiterentwickeln, ne? Je nachdem, manche können vielleicht normal leben, ne? Ich habe da ja schon auch, man wälzt ja alles, was man kriegen kann, über Autismus durch, ne? Und da waren teilweise auch Berichte drin, die Bücher geschrieben haben. Es gab mal im Fernsehen gab's mal einen Autisten. Ich habe mal, deswegen bin ich auf das Thema gekommen, ich habe damals aber leider zu spät eingeschaltet, bei Günther Jauch. Ja, genau, dieser Birger Selin, ne? Genau, saß mal eine Mutter mit einem, mit und dieser Junge, wenn ich mich recht erinnere, konnte sich ja auch selbst ausdrücken. Ja, über den Computer, ne? Schwer, aber es ging. Ja, das haben wir jetzt bei Sebastian auch angefangen. Diese gestützte Kommunikation. Aber das, wie gesagt, das ist ganz nur am Anfang. Ne? Das heißt, du hast eigentlich die Hoffnung aufgegeben, dass er irgendwann normal sprechen wird können. Ja, Hoffnung eigentlich nie aufgegeben, aber wie gesagt, das kann sich vielleicht noch 10 Jahre hinziehen, so dass er sich verständlich machen kann. Ne? Das wird seine Zeit dauern. Welche Versuche habt ihr jetzt da eingefädelt oder schon unternommen mit dem Computer, mit der Kommunikation? Wie geht das? Das machen sie in der Schule. Also wir selbst haben keinen Computer, aber wir werden uns jetzt wohl in naher Zukunft einen anschaffen und dann mit ihm üben. Ne? Das heißt, es besteht irgendwann die Hoffnung, dass ihr euch über den Computer unterhalten könnt, ganz vernünftig unterhalten könnt. Ja. Und dann kann man auch erfahren, was in diesem Jungen vorgeht, welche Empfindungen er hat und warum er so blockiert ist. Ich weiß auch nicht, warum er sich ständig haut, ne? Also so auf die Wange dann, ne? Und so doll, dass man richtig die Fingerabdrücke aufsieht, ne? Da sagen wir, Mensch, hör auf, das tut doch weh und so, ne? Aber keine Chance, immer wieder, ne? Mit was kannst du ihm eine große Freude machen? Ja, mit Süßigkeiten. Mit Süßigkeiten, ja. Ne? Das ist dann schon wieder ganz normal. Ja, also Süßes, da ist er heiß hinterher und der weiß ganz genau, wo unsere Verstecke sind. Ne, und auch wenn es länger liegt mal oder so, ne, da weiß er ganz genau, mit dem Stavar doch mal was. Wie kannst du ihn bestrafen? Was findet er besonders nicht schön und was scheut er? Ja, wenn man ihn ausschimpft, also das kommt immer so auf die Tonart drauf an, ne? Wenn man lauter wird und ihn dann so richtig mal anpfeift, ne? Also da weiß er ganz genau, denn ich habe irgendwas falsch gemacht, ne? Kann man denn so, wenn ihr seid eine Familie und der Sonntag ist schön, mal beispielsweise mit ihm in den Zoo fahren? Geht das? Kann man so einen normalen Ausflug mit ihm machen und ihm auch Dinge erklären? Oder interessiert ihn das nicht? Ich denke mal, es interessiert ihn weniger, ne? Weil er ist nicht so ein ruhiger, also er ist schon ruhig, ne? Aber er ist so hibbelig. Er kann zum Beispiel beim Essen, Abendbrotessen, einen Happen und dann aufstehen, laufen, hinsetzen, einen Happen, wieder aufstehen, laufen. Das heißt, er kann nicht ruhig sitzen bleiben. Das heißt, ihr könnt auch nie in Urlaub fahren oder so? Ja, wir waren jetzt die letzten Jahre in Österreich gewesen und dann laufen. Ne? Das geht dann. Aber am geborgensten ist es dann wahrscheinlich zu Hause, ne? In den vier Wänden. Ist ein autistisches Kind oder dein autistisches Kind, wo gab es ja wie gesagt wirklich nicht so allgemein, ist er fähig, eine Freundschaft zu haben mit einem anderen Kind? Geht das? Doch, ich denke schon. Hat er Freunde? Er hatte ein Mädchen aus der Schulklasse, die ist dann aber abgegangen. Das war auch eine Autistin, das Mädchen? Ja, aus seiner Klasse jetzt, da im Autistenzentrum. Die kam aber auch von weiter weg und ich weiß nicht, aus welchen Gründen sie dann abgegangen ist. Und die wollten dieses Mädchen besuchen, aber dann war dieser Schulunfall gewesen, wo er im Krankenhaus lag. Und sein Lehrer, der hatte mir dann gesagt, dass er, die arbeiten viel mit Tafeln, so Holztafeln mit Fotos drauf. Und er ist Tage vorher mit dieser Tafel immer rumgelaufen. Also hat er sich dadurch bemerkbar gemacht, dass er sich auf diese Fahrt gefreut hat. Verstehe. Ich wusste ganz genau Bescheid, sie fahren zu die Mädchen. Wie gehen denn zwei autistische Kinder, die so vom Schicksal getroffen sind, eben nicht richtig kommunizieren zu können? Wie gehen die miteinander um?
Spielen die normal oder schlagen die sich oder was machen die? Ja, das ist unterschiedlich. Einer schlägt sich und einer beißt sich, einer haut mit dem Kopf gegen die Wand, ne? Inwieweit die nun zusammen spielen. Also ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Und du weißt auch gar nicht, ob die irgendwelche Signale gegenseitig wahrnehmen oder aussenden. Das weißt du nicht. Denk ich wohl schon. Ja, aber irgendwas muss ja da sein, wenn dein Sohn sich auf dieses Mädchen gefreut hat, ne? Oder wenn da so irgendeine Verbindung da war. Muss ja irgendwas gewesen sein. Ja, ne? Ja, bestimmt. Also ich nehme an, dass sie sich in der Schule immer gut verstanden haben. Mhm. Habt ihr denn mit anderen, ich denke ja schon, dass das eine sehr große Belastung für Eltern ist. Habt ihr mit anderen Eltern Kontakt, die auch autistische Kinder haben? Weniger. Also ich habe immer mal versucht, vom Kindergarten her noch, von seiner Betreuerin, da hat er auch Einzelförderung bekommen, über eine Selbsthilfegruppe mal irgendwas zu machen. Ne? Ja, bei uns ist das immer ein bisschen blöde, weil wir in Schichten arbeiten und dann braucht man immer jemanden wieder für Sebastian und das ist dann immer nicht ganz so einfach. Ne? Es ist natürlich unmöglich, wäre es möglich, also am Telefon natürlich sowieso nicht. Nehmen wir an, ich würde zu euch nach Hause kommen. Könnte ich in irgendeiner Weise mit dem Jungen in Kontakt treten? Ginge das? Ja, also ich denke schon, also von der Seite ist er absolut nicht autistisch, er hat also absolut keine Berührungsängste. Ne? Aber man kann sich eben nicht unterhalten, ne? Man kann nichts sagen. Ja. Er schmust gerne, ne? Auch da setzt sich bei Wildfremden, da kuschelt er sich an oder wird auch mit jedem Fremden mitgehen, also von daher. Also das ist wirklich eine große Aufgabe, die ihr da vollbringt. Mein Respekt, wirklich mein Respekt. Ja, ich höre das also immer wieder, ne? Und die finden das auch alle toll, wie wir mit ihm umgehen und so. Ich sage, Mensch, das ist ganz normal, da wächst man rein, ne? Ja, das ist jetzt für euch normal, aber am Anfang war es eben auch schwer, ne? Und ja, sicher. Man muss als Eltern sicher auch erstmal arrangieren mit dem Schicksal, was man hat, ne? Ja. Man kann da ja mit nicht hadern, man muss es ja so annehmen, wie es ist. Ja, sicher. Das sage ich auch immer, ne? Also, wir machen das Beste draus, wir fördern ihn, wir machen und tun, ne? Und das Schöne ist ja in dem Fall auch, du sagst, letztendlich nimmt er alles wahr und das ist ein kluges Kind. Und ihr könnt auch dieses Kind immer wieder glücklich machen in seiner Krankheit. Und das ist ja auch eine tolle Aufgabe. Ja, und das ist das, was ich auch möchte. Ne? Ich will, dass er glücklich ist. Ne? Auf das es euch immer und noch lange gelingt. Ja, das hoffe ich auch. Schöne Grüße an deinen Sohn, soweit das möglich ist, und an deinen Ehemann auch. Ja, alles klar, danke. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Thomas, 20 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo Thomas. Ja, ich habe ein Problem. Ich bin seit knapp 6 Jahren bi, bin ich zumindest der Meinung, dass ich das seit 6 Jahren, mit zarten 14 fing es an? Ja, ganz genau. Und habe da die Neigung zu Männern gehabt und bin jetzt seit 3 Jahren dabei, dass mein Sexleben also so zu genießen, wie ich es tue im Moment und weiß eigentlich eher weniger, ob ich es meinen Eltern sagen soll oder nicht. Wie sieht denn dein Sexleben im Moment so aus? Also du bist in keiner festen Beziehung, gehe ich mal voraus. Ich bin verlobt. Du bist verlobt? Ja, ich bin verlobt. Mit einem Mann oder mit einer Frau? Mit einer Frau. Mit einer Frau? Ja, zum Schein. Ach, zum Schein? Ja, eben damit meine Eltern da nicht hinterkommen. Aber mit der Frau läuft nichts? Nein, ja, also sexuell läuft schon was. Ach, das auch? Doch, auch? Ja, also es läuft also in beiden Richtungen was. Also es läuft eher, tendiert schon eher zu B. Ja, das habe ich so verstanden. Aber mit dieser Verlobten, es ist eine Scheinverlobung nach außen, aber ihr teilt auch ab und zu mal das Bett miteinander. Ja, eigentlich schon, Eigentlich schon, weil dir der Sinn danach ist und du auch mal Spaß am Mädchen hast. Ja, schon. Also es ist nicht so, dass ich da eine Abneigung gegen habe. Ja, das ist bei Bisexuellen so, ja. Ja, eigentlich schon. Aber du hast halt auch oft, oder hast du auch einen Freund nebenher auch noch? Nein, habe ich nicht. Aber du hast immer wieder Männerkontakte. Ganz genau. Jungenkontakte. Eigentlich schon, ja. Ja. Also so zwischen dem Zeitraum von 16, also mit 16 fängt an, mit sagen wir 30 jetzt auf, also so in dem Raum. Mhm. Ja. Lebst du noch bei deinen Eltern? Nein. Nein. Das ich vereinfacht die Situation. Bitte? Ich wohne mit meiner Verlobten. Ach, mit der Verlobten? Das ist ja auch schon lustig, mit der Verlobten. Das ja. Also Verlobte finde ich. Ich finde Verloben immer so lustig. Ja, nee, das ist zwischen uns ist das beiden so eine Sache, denn meine Verlobte in dem Sinne ist nun auch bi. Ach, die ist auch bi. Also ja, das ist eine gute eine gute Zweckgemeinschaft. Ihr seid eine WG und ihr habt eine Scheinverlobung, geht aber ab und zu in die Kiste miteinander,
Gott ist die Welt verrückt, ne? So kann man es sagen. So kann man das nicht schon nennen. Das Problem ist jetzt, soll ich Mama und Papa sagen, ne? Das, ganz genau. Ich finde, du solltest erst Mama und Papa sagen. Was spricht denn dagegen? Ja, mein Vater ist eher schon so der altmodische Typ. Ich würde meines Erachtens nach danach davon ausgehen, dass er mir hinterher den Kopf abreißt. Ja, er wird wahrscheinlich, was vermutest du denn, wie er reagieren wird? Wird er aggressiv reagieren? Wird er sagen, du kommst mir nicht mal in mein Haus rein, in meine Wohnung? Ja, schätze ich schon. Und von daher weiß ich eben nicht genau, was ich machen soll. Mhm. Deswegen rufe ich ja eigentlich auch an. Und die Mama, wie ist die drauf? Also meine Mutter, ist, also der Freund meiner Mutter ist selber schwul. Und also ich gehe mal davon aus, dass sie das wohl verstehen würde. Mhm. Ja, dann geh doch mal strategisch langsam vor. Dann weih doch erstmal deine Mutter ein. Mhm. Und, und berate mit ihr die Situation. Und dann muss irgendwann der Vater natürlich auch informiert werden, weil es ist immer noch besser, er erfährt es über dich, als wenn er es irgendwo, und irgendwann kommt es raus, von irgendjemand anderem erfährt. Das ist richtig. Stell dir vor, er, ich weiß nicht, was er beruflich macht, aber irgendein Arbeitskollege von ihm pfeift ihn link an von der Seite und sagt, hier, pass auf, was ich von deinem Sohn gehört habe. Und er fällt das an Wolken. Das ist natürlich nicht schön für ihn dann. Nee, garantiert nicht. Das ist richtig. Das sind sowieso schon die Gedanken, die mir seit 3 Jahren durch den Kopf gehen. Mhm. Und das ist auch das, wovor ich also tierische Angst habe. Ne? Mhm. Ja, aber das ist nun mal so, wenn man sich diesen eher unkonventionelleren Weg ausgesucht hat. Aber das kann man sich ja meistens nicht aussuchen, sondern das ergibt sich so. Dann muss man halt einige Hürden übernehmen, die Menschen, die normaler sind, halt nicht nehmen müssen. Das ist halt so. Ja, das alleine ist ja nicht das Problem. Ich wohne ja auch noch auf dem Dorf. Ja. Das heißt also, das macht also innerhalb von 5 Minuten die Runde. Nee, wieso? Also wenn deine Mutter das weiß, macht es noch nicht die Runde. Ja, dann nicht, aber... Also ich würde erstmal so vorgehen. Red mal mit deiner Mutter in aller Ausführlichkeit. Und die Mutter kann den Vater besser einschätzen. Vielleicht redet sie erstmal mit ihm. Vielleicht kann man das so peu à peu alles an ihn herantragen. Und wenn erstmal die Eltern Bescheid wissen, dann sieht man mal weiter, wie es mit der Dorfgemeinschaft aussieht. Mhm. Du musst ja nicht mitten auf dem Dorfplatz deine Jungs knutschen. Nee, das ist richtig. Das würde ich auch niemals tun. Ja. Also von daher, da habe ich schon ein bisschen Toleranz, habe ich da. Du hast Toleranz, ja, das ist gut. Also, mit der Mama sprechen und dann weitersehen, okay? Ja, mache ich. Thomas, viel Glück. Toi, toi, toi. Ja. Einen schönen Abend noch und Dankeschön. Viel Glück für die Sendung. Danke sehr. Tschüss. Ja, tschüss. Ottmar, 35, guten Morgen. Guten Domian. Ottmar. Ich habe zur gestrigen Sendung alles Gute von mir auch hier. Das ist ja nett, danke. Mach weiter so. Ja, mein Thema ist Adoption. Ja. Kurze Geschichte von mir. Ich bin seit 6 Jahren von meiner Frau getrennt, habe einen gemeinsamen Sohn, der wird jetzt 8 Jahre alt. Die hat wieder mittlerweile neu geheiratet und ihr Anliegen ist, dass der jetzige Mann den gemeinsamen Sohn von uns adoptieren kann. Wo lebt denn der Sohn? Bei meiner Ex-Frau. Bei Ex-Frau. Und warum soll dieser Mann ihn adoptieren, wo du doch der leibliche Vater bist? Ja, meine Frau, das ist eigentlich so ein Familienjäger, die hat alles immer unter Dach und Fach gerne und würde es gerne sehen, dass der jetzige Mann an ihrer Seite halt auch der Vater des Kindes ist. Wo eigentlich auch von meiner Seite nichts gegen spricht. Aber warum muss es gleich eine Adoption sein? Es wäre doch okay, wenn dein Sohn in guter familiärer Atmosphäre dort lebt und eben zu dir, dem leiblichen Vater, auch ein gutes Verhältnis hat, wie es tausende Familien auch so praktizieren. Hab ich auch im Aussehen gesagt, aber wie gesagt, ihr ist es ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen, dass halt ja Vater, Sohn, Mutter, wie auch immer, sie ist da halt, was das angeht, sehr, sehr altmodisch. Wollt ihr auch da keinen Stein in den Weg legen, weil sie auch mir sehr, zuvorgekommen ist, auch jetzt die ganzen Jahre über. Das Problem bei mir ist, ich lebe seit 6 Jahren schwul. Was aber nicht das Problem ist, mein Problem ist eigentlich, ob der Junge mir das nicht irgendwann mal vorhält. Ich rechne immer damit, dass er irgendwann ankommt und sagt, pass mal auf, Vater, ich weiß nicht, wie er damit klarkommt. Du lebst jetzt mit einem Mann zusammen, wie auch immer. Das passt mir nicht, aber du hast mir auch damals noch irgendwie, ja. Also ich bin auch erstaunt. Also wenn ich in deiner Situation wäre und ich hätte ein Kind und wäre auch schon getrennt von der Frau, ich würde dem nicht zustimmen, dass der Junge adoptiert wird. Das ist mein Sohn, Punkt. Ja, und da muss es einen Weg geben, dass man sich arrangiert. Warum sollst du deine Vaterschaft quasi abgeben? Einmal vom Gefühl der Verantwortung und der Nähe und Zugehörigkeit. Zum anderen ist das natürlich ein guter Aspekt, den du selbst gerade genannt hast.
irgendwann wird dein Sohn dich auch fragen, Papa, wieso hast du mich damals abgegeben? Im Prinzip gibst du ihn ja ab. Richtig. Und das ist das, was mich im Moment auch ja, ein bisschen so durch die Rolle drückt. Machst du da was richtig? Weil dann hätte er wirklich Grund zu sagen, pass mal, aber sie bis hier und nicht mehr weiter. Ich meine, er wird jetzt erst 8, er weiß noch nicht, was Sache ist. Aber er ist schon 8, das dauert nur noch ein paar Jahre, dann kriegt er das aber sehr gut mit. Er wird jetzt 8, also im Oktober. Na gut, aber 4-5 Jahre sind schnell rum, ne? Und dann sieht die Welt, wenn er 13 ist, schon ganz anders aus. Richtig. Ne? Und seit geraumer Zeit geht mir so dermaßen die Düse, wo einer sagt, Mensch, machst du das doch richtig da? Wie lange lebt denn jetzt deine Ex-Frau mit ihrem neuen Mann schon zusammen, mit ihrem neuen Freund? Oder 3 Jahre jetzt. Ich habe auch vorher geheiratet und ich komme auch mit dem Mann super klar, mit ihr super klar. Das ist alles irgendwie... Hast du denn den beiden oder deine Ex-Frau auch deine Bedenken mal so geäußert? Anfangs ja. Und warum jetzt nicht mehr? Weil ich es sehe oder für mich erkennen würde oder sagen würde, ist es jetzt feige, einen Rückzieher zu machen, ihr das nicht zuzugestehen, was ich ihr ja eigentlich versprochen habe, weil sie frug mich danach. Und da sagte ich schon mal, warum sollte ich euch Steine in den Weg legen, wenn die da so viel lang gelegen ist, der wird der Sohn von mir bleiben, kann kommen, was wolle. Nur halt jetzt mein Gewissen ist, ob der Junge mir das nicht irgendwann abteilt. Also du hast im Prinzip die Zusage schon gegeben, aber es ist noch nichts Schriftliches gelaufen. Wir haben das am Jugendamt alles fixiert und die sagten auch, da muss ein Jahr drüber ins Land gehen und die bearbeiten das alles und dass man sich auch dann auch der Sache wirklich bewusst wird. Aber du kannst nochmal einen Rückzieher machen, da ist noch nichts endgültig. Ich könnte, ja, na klar. Also ich finde, das ist so eine gravierende Entscheidung, dass man auch ein vielleicht gegebenes Versprechen wieder revidieren darf, finde ich schon bei so einer Sache. Und wenn du ein gutes Verhältnis zu der Ex-Frau und zu dem Mann hast, dann müssten sie eigentlich auch gesprächsbereit sein und dieses auch zumindest mit dir diskutieren wollen und vielleicht sogar akzeptieren auch. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht, ob ich dem großen Problem gerecht werde jetzt in den paar Minuten, in denen wir geredet haben. Aber vom Gefühl her sage ich dir auch mal, ich finde es nicht gut. Ich finde es irgendwie nicht, mir sträubt sich alles, wenn ich das höre. Du kannst gerne aber auch nochmal zur Beratung mit meinem Psychologen ein paar Worte reden. Möchtest du das? Sehr gerne, weil ich hänge wirklich, was davon gibt. Dann leg schnell auf und wir rufen dich gleich zurück. Alles klar, tschüss, Ottmar. Tschüss. Das war's für heute, ihr Lieben. In der Technik war Kerstin Klinger. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen mit einer freien, offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch eine gute Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen.